Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB-Rookie, Beerboing, Mishka RPG und der Koali. Folge 8: Das Jahr und die Zeit. Mit dabei Philippe, MLB-Rookie und der Koali. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen hier wieder beim Koali und ein großes Huhu nach da draußen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr hinübergerutscht, was sich für mich jetzt ganz komisch anfühlt zu sagen, weil wir nehmen das Ganze hier noch im Dezember auf. Also ich grüße euch aus der Vergangenheit. Und nicht nur ich, sondern auch der MLB-Rookie. Hi, grüßt euch. Und wir haben einen Gast, ganz spontan dazu gekommen, quasi vor 5 Minuten hat er erfahren, dass er hier mitmachen darf. Der Philippe. Hi. Ja, den Philippe, woher kennt man dich sonst so? Also ich bin ab und zu ein Spieler bei Jolicals im Stream oder war. In der Theaterritter-Kampagne habe ich Okurion gespielt. Und ich habe einen Instagram-Kanal, PNP Dragon heißt der. Da kann man Battlemaps sehen, die ich baue. Ja, cool. Also unter dem Video auf YouTube findet ihr auf jeden Fall auch noch einen Link zu seinem Instagram-Account. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen, was er da für coole Sachen gemacht hat. Und ansonsten spielst du, wie lange spielst du schon DSA? Oder ist... Würde sagen, seit 10 Jahren etwa. Ich habe nicht ganz gezählt. 10, 11 Jahre. Und als Spieler oder auch als Spielleiter? Lange Zeit als Spieler und so ab der Hälfte habe ich angefangen zu meistern und jetzt meistere ich hauptsächlich. Ja, ist ja super. Wir brauchen mehr Spielleiter und Spielleiterinnen natürlich auch. Das stimmt, das merke ich selber. Ja, aber es soll heute gar nicht ums Spielleiten groß im Haupttopic gehen, denn wir haben uns gedacht, für den Anfang des Jahres gucken wir uns mal ein bisschen das aventurische Jahr an und auch die aventurische Zeitrechnung. Und vielleicht seid ihr da draußen ja jemand, der oder die gerade neu nach Aventurien hinein gekrochen ist und sich jetzt hier umguckt und gar nicht so viel vom aventurischen Geschehen weiß. Und dann wird euch bestimmt schnell auffallen, dass wir ganz andere Zeitrechnungen haben, wie das in vielen Fantasy- und überhaupt Rollenspielsystemen ja sowieso schon so ist. Und das Erste, was mir jetzt irgendwie für diesen Podcast jetzt als Einstieg einfallen würde, was ich jetzt direkt mal mit euch als schon mal thematisieren möchte. Wir können gleich mal durch den Kalender, den aventurischen Kalender, der zumindest bei den Menschen der gang und gäbigste ist, mal durchgehen. Aber den Einstieg würde ich machen. Wir sitzen jetzt hier alle, also wir jetzt gerade noch im Dezember und ihr, die ihr das hört, jetzt Anfang Januar und wahrscheinlich alle im schönen geheizten Stübchen, weil es draußen kalt ist. Und habt alle mehr oder weniger schön, hoffentlich und sicher Silvester gefeiert. Es gibt auch ein Übergangsfest von Jahr zu Jahr in Aventurien. Das nennt sich das Jahresscheidfest. Und das wird am 30. Raja gefeiert. Da merkt man schon, die Monate in Aventurien oder im aventurischen Kalender haben die Namen von den Göttern und Göttinnen. Und das Interessanteste für mich war, dieses Jahresscheidfest ist nicht wie unser Silvester im Winter, sondern im Sommer. Und zwar im Hochsommer. Ne? Denn der Monat Raja, auf den folgt der erste, also der letzte Monat im Kalender, auf den folgen die 5 namenlose Tage. Und danach beginnt ein neues Jahr mit dem ersten Praios. Habt ihr den Jahresübergang schon mal mitbekommen in einer eurer Runden? Also ich fangen wir an, wenn das okay ist. Nee, tatsächlich noch nicht. Also in meinen Runden spielen wir tatsächlich, in denen ich meistere, auch mit wenig Feiertagen, nur wenn sie für das Abenteuer wichtig sind. Und bisher haben wir tatsächlich auch noch nie in der Nähe der namenlosen Tage gespielt. Von daher war das Jahresscheidfest auch noch nie in greifbarer Nähe. Ich habe eine sehr emotionale Erinnerung an ein DSA-2-Abenteuer, was da heißt, die Tage des Namenlosen. Ich war noch sehr jung
Ich würde das so mal in die Anfänge meiner DSA-Karriere verorten, wenn ich das mal so sagen müsste. Das hat einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Vor allem die namenlosen Tage, die der Spielleiter damals sehr atmosphärisch skizziert hat. Aber ich kann mich nicht mehr an dieses Jahresscheidfest erinnern. Und ich weiß nicht, welche Rolle es in dem Abenteuer spielte. Ich meine aber, dass dieser Übergang, also das Ende des Zwölf-Götter-Jahres und der Beginn der namenlosen Tage schon eine wichtige Rolle spielte. Ich kann mich aber nicht mehr so gut dran erinnern. Aber ich glaube, es wird ja auch so, wenn ich habe nicht so viel Ahnung von diesem Jahresscheidfest, aber ich meine, was ja auch eine Rolle spielt, ist, dass man nochmal gebührlich das Jahr feiert, weil man sich an diesen fünf namenlosen Tagen, glaube ich, nicht außerhalb der eigenen vier Wände oder so bewegen soll. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, genau. Also das Jahresscheidfest ist ein Fest, an dem man die bösen Geister vertreiben soll. Also es hat so ein bisschen was von diesem Halloween-Fest vielleicht auch, ne? Und in feierlichen Gottesdiensten werden Kerzen entzündet und es werden fröhliche Gesänge in allen Winkeln der Dörfer und Städte angezündet, steht hier im Wiki. Und es wird das Licht durch die Dörfer getragen, damit das Licht von Praios die Dunkelheit erhält. Und mitten im Hochsommer ist wahrscheinlich nicht so sonderlich viel mit nachts dunkel, je nachdem, wo man ist. Aber immerhin, das finde ich ein schönes Ding. Es hat halt also auch so ein bisschen was von unseren Laternenfesten, irgendwie von St. Martin, vielleicht so stelle ich mir das ein bisschen vor, oder wenn man halt irgendwie im Sommer irgendwelche Schützenfest hat, wo die dann mit Fackelzügen irgendwie durch die Gegend ziehen oder sowas, das ist, kann schon, so stelle ich mir das ein bisschen vor. Oder es könnte auch so einen leichten Touch von Karneval haben, irgendwie, weil man ja genau weiß, in den nächsten fünf Tagen darf ich nichts machen, irgendwie Karneval ist ja auch so, noch einmal die Sau rauslassen, bevor ich dann in die Fastenzeit gehe, die bis Ostern dauert, ne? Ja. Da eigentlich ganz interessant, weil der letzte Monat ist ja, ich sag Raja, viele sagen Raja, ich bin da sehr mittelreichisch geprägt, und Praios. Und Raja ist ja die Göttin der Freude und der natürlich auch der Sexualität, aber auch der Freude und der Liebe und der Ekstase. Und man will sich da, bevor die namenlosen Tage kommen, in denen ja auch man sagt, es passieren schlimme Dinge und alle Messer werden weggeschlossen, alles, was gefährlich sein könnte, weil Unfälle passieren, deswegen soll man nicht reisen, dass man sich für diese schwierige, schlimme Zeit nochmal positiv auflädt, um das auszuhalten. Und dann ist ja der Monat danach Praios, und Praios steht ja für Gerechtigkeit und Widerstand gegen das Böse, der quasi mit seinen Sonnenbannstrahlen alles Böse zerstört. Und diese Kerzen sind dann am Ende von Raya wie so eine Reise gen Praios. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Bild. Und es stimmt schon, es ist schon sehr karnevalartig durch Raya geprägt und gleichzeitig durch, wie du sagtest, Halloween, also Geistervertreibung. Und wir wollen das Böse zerstören oder uns zumindest wappnen dagegen. Ich finde, das ist, was du gerade sagtest, irgendwie, wenn ich mir, ich weiß jetzt auch nicht genau irgendwie über die Rituale Bescheid, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass man das in der Heldengruppe halt auch schön zelebrieren kann, wenn man so eine Art Gruppenkerze hat, ne, die man dann an dem Fest entzündet. So eine ganz große vielleicht, die dann innerhalb der nächsten fünf Tage halt herunterbrennt. Dass man halt dann noch einmal Licht einsammelt, irgendwie dann im Tempel vielleicht einmal sich von so einer heiligen Flamme irgendwie Licht holt, vielleicht im inneren Tempel sogar irgendwie so oder im Travia-Tempel oder sowas, oder gerade bei Praios vielleicht auch. Und dann auf diese Kerze aufpassen muss, ne? Irgendwie und gucken, dass die nicht ausgeht und dass man so ein bisschen was von namenlosen Tagen hat, das ja auch, ne? MLB Rookie hat es ja eben das Abenteuer ja schon erwähnt, dass. Da ist es ja irgendwie so ein bisschen auch angelehnt, dass man irgendwie auch mit diesem, jetzt kommen jetzt kommt die böse Zeit, wappnet euch. Also ich habe das Abenteuer auch gespielt, so richtig an das Fest kann ich mich auch nicht erinnern, aber ich glaube, es hätte als Spielleiter, glaube ich, was, wenn man so einen Aspekt reinbringen könnte, irgendwie für die Heldengruppe, dass die jetzt irgendwie sowas Festliches, Rituelles auch haben, womit sie dann in dem Abenteuer auch umgehen müssen. Ich würde sagen, die ganzen namenlosen Tage, oder sagen wir mal, dieser Übergang, ne, ich werfe mal das Wort von liminalen Phasen in den Raum, dieser Übergang von der sozusagen in Anführungszeichen geregelten
Abläufen des Zwölf-Götter-Kalenders zu diesen namenlosen Tagen, die namenlosen Tage mit ihren exzeptionellen Verhaltensrichtlinien. Das schreit ja eigentlich geradezu nach Heldenmut und nach Bespielung am Spieltisch. Da finde ich es eigentlich, ich finde es interessant, dass die namenlosen Tage ja eigentlich dazu, dass man dazu aufruft, dass alle zu Hause bleiben sollen. Aber eigentlich sind die Helden hier die Ausnahme, und ich glaube, das kann man eigentlich mit diesem Gegensatz kann man ganz gut spielen. Sehe ich auch so. Auch natürlich dieses Rituelle, das hat natürlich was. Vor allem also dieses, das Böse kommt und wir müssen jetzt ein Ritual ausführen, dass das Böse nicht kommt. Das ist ja der Aufhänger für so viele Abenteuer. Wir müssen etwas tun, damit das funktioniert. Und dann kommen irgendwelche Kultisten, irgendwelche Schergen, die das verhindern wollen. Und am Ende muss der Magier oder der Geweihte das Ritual ausführen, während die anderen in einer großen epischen Schlacht oder was auch immer quasi der Konterpart ist, den Geweihten beschützen. Das kann ein Spieler sein, das kann eine Meisterperson sein. Das ist schon definitiv interessant. Und vielleicht, das ist ja auch noch mal eine tiefere Ebene drin, es gibt ja die 12 Götter und die sind eigentlich die Weltenbeschützer. Und die sind eigentlich quasi allmächtig, weil es sind die Götter, die haben die Welt geschaffen. Es ist zwar nicht ganz richtig, eigentlich hat Los die Welt geschaffen, aber das ist jetzt zu viel Theologie. Und dann sind da diese 5 namenlosen Tage, und irgendwie haben da die Götter keine Macht und alle verstecken sich. Und das ist ja eigentlich eine ganz komische Sache, weil da gesteht man ja eigentlich dem Bösen zu, dass das Böse doch Macht hat und doch mächtig ist und vielleicht sogar mächtiger als die Götter, weil es gibt 12 Götter und nur einen Namenlosen. Und dieser eine Namenlose kann in 5 Tagen alle 12 Götter irgendwie, also es ist doch komisch. Und dann kommen die Helden. Und die Helden verstecken sich nicht und die Helden kämpfen meistens für die Götter oder für das Gute. Das sind ja nicht alle Helden göttergläubig. Das hat schon eine sehr diepe Message. Wenn man das mit ins Abenteuer reinbringt, kann man da, glaube ich, auch so ein bisschen aventurische Religion und Glaubensfragen so ein bisschen mit reinbringen und vielleicht denkt sich ein Held, Moment mal, wieso sind die Götter so schwach? Warum können die das? Und dann zweifelt er vielleicht sogar an seinem Glauben. Oder sagt, ha, ja, Rastola, haha, ist ja sehr viel besser als die 12 Götter. Also mein Gott ist viel stärker als eure. Das wäre ganz interessant. Eine interessante Sache find ich noch, die der Philippe ja gerade angesprochen hat, ist dieses dem Bösen Raum geben. Und das sieht man halt am Kalender halt schon. Es hat die 12 Götter, die jeweils einen Monat bekommen haben. Hier der Monat hat 30 Tage und dann bleiben halt 5 Tage beim 365-Tags-Zyklus über. Dieser kleine Raum, der bekommt das Böse. Dieses eine Böse. Es ist kein ausgewachsener Monat, sondern nur 5 Tage. Aber es ist halt auch nötig in der theologischen Ansicht, wie Aventurier, glaube ich, ihre Götter wahrnehmen, dass die Götter halt, hast du ja eben auch schon gesagt, Philippe, als Beschützer und als nur das pure Gute irgendwie dastehen. Und eigentlich ja gar keinen richtigen bösen Ansatz bieten. Dafür sind halt die Dämonen und der 13. da. Natürlich machen die Menschen da einiges anderes noch an Menschlichkeit dazu und dann gibt es dann doch wieder böse Ansätze. Aber ich glaube, so von der Grundidee her sind die 12 Götter eigentlich das Gute und haben halt in sich verwurzelt keine richtige Bösartigkeit. Oder? Würde ich nicht so sehen. Ich finde, die 12 Götter vertreten bestimmte Aspekte, also bestimmte Philosophien. Und diese Philosophien können von ich helfe allen, Piraine oder Zar, zu ich bin wieder der Nächste. Fex zum Beispiel. Fex ist der Gott der Diebe und der Händler. Und ein Dieb stiehlt. Und das ist ja für den Dieb gut, aber für den, der bestohlen wird, halt nicht. Der hat zwar auch moralische Aspekte, hier bestiehl nicht die Armen, das gehört sich nicht. Oder wenn du einen Handel machst, mach immer den besten Handel. Aber wenn du jemanden über den Tisch ziehst, der nicht lesen kann, durch einen Vertrag, den er lesen hätte müssen, dann ist das kein guter Coup gewesen. Aber an sich hat er schon zweifelhafte Sachen. Praios auch. Ja, Praios steht. Es kommt drauf an, auf wen man fragt. Genau, ne? Wen man fragt. Also, aber an sich, das hat es ja gerade gesagt, dieser moralische Aspekt und man kehrt halt diese einzelnen Aspekte, die die Götter halt darstellen,
man kehrt das Gute daraus immer hervor. Man sagt nicht, okay, Fex ist jetzt der, also selbst wenn man sagt, Gott, Fex ist der Gott der Diebe, ne, also auch der Händler natürlich, ne, aber selbst wenn man sagen würde, das ist der Gott der Diebe, hat der Aventurier, glaube ich, bei Fex trotzdem noch den Respekt und sagt, der Fex als Gottheit, wenn der Dieb sich an Fex hält, dann kann ich zwar beklaut werden, aber die werden mich niemals grundauf ruinieren, weil da haben sie eben, ne? Ja, also, ja. Ich denke, was du gesagt hast, trifft es sehr gut. Es werden die guten Aspekte von Philosophien, von Ansichten rausgekehrt. Es gibt dann zwar immer noch Sachen, wo man diskutieren kann, wo man sagt, ja, eigentlich hilft es nur dir und ich stehe dumm da, aber es sind immer so, ich würde einfach mal sagen, 70%, wo man sagt, hey, das ist an sich ganz okay und moralisch vielleicht in sich okay, ganz stimmig. Das trifft aber auch nicht auf alle zu. Weil natürlich, nun, es ist eben doch eine ausgedachte Welt und Moralität und Philosophie und Theologie doch schnell sehr tief werden können. Das ist was für die Götterfolge. Ja, für die Götterfolge. Wir müssen uns vorbehalten für die Götterfolge. Ja, auf jeden Fall. Sonst gehen wir jetzt. Führt uns auch ein bisschen weg vom Thema, ja. Also wenn wir jetzt mal durchs Jahr weitergehen, haben wir nach den namenlosen Tagen dann endlich den Jahresbeginn. Das ist ja auch ein Unterschied zu unserem Jahr. Ne? Wir machen einmal Krabum und dann ist das neue Jahr da. Und der Aventurier muss halt erstmal durch dieses Tal. Und dann kann Praios, der Lichtgott, im Juni, ne, weil Raja ist Raja, Juli. Ist Juni und Juli ist Praios. Und dann kann er endlich mal, also auch in den einer der sonnenreichsten Monate hat er natürlich abgekommen, kann er mal schön für Licht sorgen und alles verdrängen, wie Philippis eben auch schon schön gesagt hat. Und ich finde es auch interessant, wie die 12 Götter in der Jahresfolge gelistet sind. Meint ihr, man kann da eine kleine Abfolge vielleicht sehen? An Wichtigkeit, Praios natürlich der Erste, ja. Und als Zweites kommt direkt dann im August Rondra. Könnte man jetzt, was meint ihr, Wichtigkeit? Also kommt natürlich wieder darauf an, wie man fragt. Ne? Also Wichtigkeit, ja, aber, ich denke schon, ist schon auffällig. Auf der anderen Seite hat man dann, glaube ich, auch versucht, so ein bisschen die Götter zu ihren Aspekten sozusagen zuzuordnen. Also hat sie ja gerade gesagt, Praios im Sommer. Ich glaube, ist Figuron nicht auch in unserem Winter irgendwie angesiedelt, im Januar ja. Ich glaube, man hat auch da so ein bisschen drauf geachtet. Also was ich interessant finde, wenn man den zwergischen Kalender daneben legt, ne? Also es gibt es ja im Aventurica-Wiki, könnt ihr das mal nebeneinander sehen, da ist Praios der Sommermond, ne? Und Rondra ist der Hitzemond. Ich finde, das passt zum heißblütigen, wenn man sich Amazonen anschaut, die ja sehr, sehr Rondra-gläubig sind auf eine gewisse Weise. Sehr, sehr eine heißblütige Kampfgottheit passt zum Hitzemond. Und danach folgt auch schon im September Effert. Und wie wir alle wissen, September wird so langsam ein bisschen regnlich. So. Da fängt es langsam an, dass der Sommer vorbeigeht. Und die Zwerge sagen Regenmond, ne? Da kommt das Wasser vom Himmel, passt super zu Effert. Ja, ich glaube, was dahinter steckt, man muss sich auch gewissermaßen innerweltlich, müsste man sich ja überlegen, wieso diese Monate und von wem sozusagen unter diese Schirmherrschaft dieser einzelnen Götter gestellt wurden. Und ich denke, da macht es Sinn, sozusagen diese natürlichen Phänomene, dass die irgendwie konform gehen mit den Aspekten der Götter. Ich denke, darauf wurde geachtet, ja. Ich lese gerade ein bisschen weiter, dann geht es weiter mit Travia. Wein passt auch. Könnte man vielleicht eher zu Raja machen, aber Weinanbau und so und Weinkälterung oder so, das könnte man schon Travia zusprechen. Dann Nebel, Boron. Ja, Dunkelheit auch, habe ich auch schon mal gefragt. Wird's früh dunkel? Ja, das ist nämlich dann, das ist ja nämlich jetzt das Verkehrte dann, ne? Also November ist Boron, das ist der Nebelmond. Und der Dezember ist der Dunkelmond bei den Zwergen und das ist dann Hesinde. Und das habe ich mich auch schon mal gefragt. Wieso ist Dezember Hesinde? Das, weil man dann, ja. Wenn man dann drin sitzt und irgendwie studiert oder. Ich weiß nicht. Ja, das ist das Einzige, was bei mir irgendwie auch so ein bisschen, aber irgendwo musste man die Sinne reinpacken. Ja, wahrscheinlich. Also man könnte noch, es ist ein kleines bisschen weit hergeholt, also so ein bisschen um die Ecke. Hesinde ist ja die Göttin der Magie. Und der Mond steht ja auch für die Magie.
weil Mada die Magie gebracht hat und Mada ist der Mond. Ja, sehr gut. Und wenn jetzt ganz, ganz lange dunkel ist, da sieht man den Mond ja öfter. Das heißt, man sieht das Zeichen der Magie öfter und dadurch steht hier Sinde dafür. Und man könnte noch. Mich sagen, hast du überzeugt. Ich bin überzeugt. Also, ich habe doch einen Punkt. Und zwar, ich habe tatsächlich in einer DSA, in einem DSA-Buch den Text gelesen, ja, Preios ist ja gegen Wissen, weil Wissen macht den Kopf frei und macht dann so seltsame Gedanken und das ist nicht so gut. Und deswegen lässt er die Schrift langsam durch Sonnenlicht verschwinden, also bleicht die Schrift aus. Und wenn es viel dunkel ist, dann bleicht die Schrift langsamer aus. Und deswegen ist das auch gut für Sinde. Und das ist ein bisschen so hergeholt, nicht so offensichtlich, aber bei Sinde muss man auch ein bisschen nachdenken. Ist ja auch die Göttin des Wissens und der Weisheit und das ist schon okay. Ja, und was interessant wäre, wenn man an unserem realen Kalender halt ist, dass die Winterwende ist ja auch im Dezember, ne? Also dann, wo die Tage dann wieder anfangen, wieder länger zu werden, Ende Dezember. Also ungefähr immer um unser Weihnachtsfest herum ist ja dieses eigentlich urheidnische Fest auch, ne? Und ich glaube, das passt dann auch ganz gut in diese Beschreibung rein, dass man halt irgendwie Hesinde als jemanden hat, der irgendwie schon das Wissen im Verborgenen, im Dunklen irgendwie bewahrt, aber dann halt auch wieder daraus sich etwas entwickelt und dann, ne, dann doch das Licht des Wissens wieder ausbrechen lässt, ne? Anstatt irgendwie dieses Abnehmen der Helligkeit zu bewahren, sondern dann auch wieder, da auch der Wendepunkt wieder drin ist. Finde ich spannend, finde ich gut, ja. Januar, Firun, kältester Monat, passt gut, glaube ich, ganz gut, ne? Frostmond bei den Zwergen. Dann kam Februar, der Beginn des Frühlings, Anführungsstrichen, passt super gut zu Zar. Obwohl im Februar, im Februar fängt es langsam doch schon wieder an, ein bisschen wärmer zu werden. Also Zar ist ja die Göttin des Lebens und wird eben der Neugeburt zugeschrieben. Ihr Symbol ist ja der Salamander bzw. das Ei, je nachdem. Das heißt, das Leben ist ja nicht, wenn das Leben schon voll ausgewachsen ist, sondern eigentlich ist das Leben ja die Saatkorn, weil daraus Leben entsteht. Das heißt, es ist auch gar nicht so blöd, dass das Zar relativ am Anfang des Frühlings ist, wenn er eigentlich doch gar nicht da ist, weil so ein Saatkorn ja auch man auch noch nicht sieht, wenn es quasi schon da ist und erst später kommt es dann, bricht es dann aus dem Boden raus. Und auch ein Kind ist ja ist ja auch erstmal im Bauch und man sieht es noch nicht und dann kommt es erst auf die Welt und trotzdem ist es vorher schon da. Ja, passt ganz gut, so den Beginn irgendwie zu machen. Dann haben wir den März mit Fex. Da ist Markt, Mond bei den Zwergen. Das passt dann zu Fex mit Markt, ne? Aber sehe ich jetzt nicht unbedingt eine direkte Verbindung, oder? Nee, eine direkte Verbindung zu unserem März. Ja. Weiß nicht. Ja, es ist. Nun, ich komme wieder mit meiner Ecke. Also, im Winter reist man nicht, weil Schnee. Und wenn dann der erste Schnee taut, im März passiert das ja vielleicht. Ich weiß es tatsächlich nicht so richtig, weil ich wohne nur in der Stadt und nicht auf dem Land. Ich weiß nicht, wie das genau ist. Dann kommen halt die ersten Händler wieder, die durch die Lande ziehen und die ersten Gaukler und so weiter und so fort. Und die Leute kommen wieder zusammen und handeln halt auch. Und die Diebe gehen vielleicht auch mal wieder raus, weil Leute gehen auch aus dem Haus. Wenn sie nicht da sind, kann man stehlen. Ja, so würde ich das. Aber ich habe auch das Gefühl, dass für Fex so ein bisschen, irgendwie haben wir nicht so was Direktes. Dann nehmen wir halt den Monat irgendwie und nennen ihn Marktmond und das passt dann schon irgendwie. Ich hoffe, man hört meine Tochter nicht zu sehr. Die ist gerade ein bisschen unruhig. Ja, man hört sie schon, aber wir sind ein Familienlieber Podcast. Ein angenehmes Herunterbauen. Wenn ihr das hier auf YouTube schaut, grüßt die Tochter von Philippe mal schön. Genau. Erster YouTube-Auftritt. dann haben wir den März mit Fex, dann haben wir April, Saatmond bei den Zwergen und das ist, wer könnte das sein, MLB? Pereine, nehme ich mal an. Natürlich, Pereine, jawohl. Ja, das passt. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. Saat, ne? Interessant, dass man für Pereine die Saat nimmt. Und was mir noch auffällt zu Travia im Oktober, ne, ist ja auch der
der Erntemonat, ne, bei uns. Das passt dann auch wieder zu ne, irgendwie, wenn man ein paar Reine hat als Saat und dann die Ernte im Travia, das ergänzt sich irgendwie ganz gut. Ja, und ich vielleicht auch so der Beginn des Herbstes, man will irgendwie, man will einkehren, man will heimkehren, man verbringt stärker, vielleicht mehr Zeit irgendwie am heimischen Herdfeuer. Ich glaube, ich passe es da auch noch so ein bisschen hin. Dann sind wir im Mai und der Feuermond wird da bei den Zwergen genannt. Das heißt, wir sind bei Ingrim, dem Herrn des Schmiedehandwerks und des Feuers. Ja, der Mai. Das ist nicht der feurigste Monat. Der kommt ja dann in der Mitte unseres irdischen Jahres. Ja, den hat sich Preios gekrallt. Ja. Ne? Ich weiß nicht, siehst du irgendwelche direkten Bezüge zwischen Mai und Ingrim? Na, man könnte wieder so ein bisschen den Ausgangspunkt wieder machen. Irgendwie, dass es halt noch, also im Mai der Sommer ja beginnt. Ne? Irgendwie, das heißt, die heißen Monate beginnen dort. Und quasi, man könnte sagen, Ingrim erweckt quasi die Flamme des Sommers. Und gleichzeitig ist es halt auch der Monat vielleicht, wo die Handwerker und die Künstler, die draußen arbeiten, halt das letzte Mal vielleicht angenehm in freier Luft arbeiten können, ohne sich einen Hitzschlag zu holen. Ne? Und dann, das könnte man vielleicht jetzt auch so überinterpretieren, aber ich finde die Idee ein schön. Monat der eifrigen Arbeit, der Tätigkeit sozusagen. Ja, genau, und auch und also auch das ist, ich finde, wenn man auch so an unseren Mai denkt, ist es halt auch so ein angenehmer Monat zum Rausgehen so und zum draußen sein, so während man im Juni, Juli schon öfters mal dann aber auch so Sachen, so Phasen dabei hat, wo es halt irgendwie anstrengend ist, weil man nicht im Schatten ist. Ne? Ja, und dann sind wir schon wieder, hat sich der Zirkel geschlossen im Juni, dann sind wir wieder bei Raja oder Raja angekommen, der Brautmond bei den Zwergen. Ich glaube, Raja passt gut in den Sommer. Jetzt sind wir einmal durchs ganze Jahr gerusht. Und ich muss jetzt an dieser Stelle mal zugeben, dass ich dieses Ding gar nicht so vor Augen habe. Also ich kenne Spielerinnen und Spieler und Spielleiterinnen und Spieler, die das genau kennen, welcher Monat welcher ist. Und ich bin jetzt gerade super dankbar, dass ich hier auf diese Tabelle gucken kann. Und weil für mich das nie richtig relevant war, welches das was ist oder so. Ich denke, das hat auch mehr Immersionszwecke. Irgendwie sich da irgendwie die Monate richtig irgendwie richtig zu bezeichnen und sich richtig zu verorten und so. Wie seht ihr das? Irgendwie nutzt ihr das auch irgendwie in euren Spielsessions? Irgendwie früher konnte man ja auch Geburtstage auswürfeln und sowas und sowas. Ne? Und dann gaben die verschiedenen Monate, gab mehr Boni und Mali. Ich glaube, dass es aus den von dir genannten Gründen super wichtig ist. Immersion, Atmosphäre schaffen, einfach die Zeitrechnung, Kalender, die eigene Vorstellung von der Welt verschafft dem Ganzen einfach Tiefe. Dass die verschafft den Menschen NSCs sowas wie Erinnerungen, die leben in einem Zyklus, einem festen Zyklus, der das Jahr so durchzieht. Ich glaube, dass es super wichtig ist für die, um sozusagen die Welt lebendig werden zu lassen. Ja, sehe ich genauso. Auch zusätzlich noch, man hat es ja manchmal, man spielt und dann sagt man irgendetwas, ja, im Januar und dann irgendwann. Warum heißt es eigentlich Januar? Es gibt noch gar keinen Julius. Ich glaube, der kommt von Julius Cäsar. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, Janus, ja, irgendwie, ja. Ne, hat ja einen irdischen Bezug und jemand sagt, aber das gibt es ja in Lamenturien gar nicht. Und dann ist man irgendwie draußen und alle fragen sich, ja, macht eigentlich keinen Sinn. Und die Szene war eigentlich cool und jetzt ist sie so, aber das ist komisch. Und das finde ich eigentlich ganz cool umgangen, indem man sagt, naja, macht ja auch keinen Sinn, Januar, Februar, März. Nehmen wir doch einfach, wir haben 12 Götter, hey, 12 Monate, passt doch super, hey, bitte. Ja, wobei ich da jetzt direkt einhaken kann, denn es ist nicht in jedem aventurischen Kalender so, dass 12 Götter 12 Monate ist. Also wir gehen mal auf das extrem andere Beispiel. Der eine Gott Rastulla, der wahre ja, und einzige und schönste Gott. Schleimen zu Ende für Novadis, ja. Der hat auch genau den 365-Tage-Rhythmus und der hat natürlich dann auch das Problem, dass die Monate, mit denen gezählt wird, nicht hinkommen mit 30 Tagen. Und ich finde, wie die Novadis das, die Rastulla-Gläubigen das gelöst haben, finde ich ganz lustig. Denn die haben nach jedem Monat einen Extra-Tag. Die haben nur 5 Monate, also die Monate sind länger.
Dafür haben sie dann einen Extratag dazwischen. Und das ist dann ein jeweiliger Rastula-Tag. Also Rastula hat 5 extra Tage, an denen auch ein saftiges Fest dann gefeiert werden kann oder eine besondere Festivität gemacht wird. Und dann ist das so, so schön untergliedert. Also das finde ich halt auch noch ein sehr interessanter Aspekt, dass man auch da sich irgendwie auf Rastula bezogen hat, dass die Götter sich auch, also dass der Gott oder die Götter sich dann auch da im Kalender wiederfinden. Definitiv. Es unterscheidet sich auch nicht nur dadurch vom 12-göttlichen Kalender, sondern dass die höchsten Feiertage, also der erste Rastullaha, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, man müsste Arabisch kennen, um das richtig gut aussprechen zu können, ist der, ich glaube, der wichtigste Feiertag im Rastulla-Glauben. Und der ist in den namenlosen Tagen. Und nun ja, das ist ja komisch. Und man fragt sich, Moment, entweder sie sind naiv und wissen nicht, welche Gefahr sie sich begeben, oder Rastulla, aber das ist eine Folge zu den Göttern, könnte der Namenlose sein. Das ist halt sehr interessant, weil es gibt sehr viele Spielerspekulationen und ist natürlich auch in-game, letzter 30. Reihe ist vorbei und jemand spielt einen Zwölfgöttergläubigen, einen Rastulla-Gläubigen und man ist in den namenlosen Tagen, der hat total Angst und hey, bloß kein Messer und der Rastulla-Gläubige, hey, was? Nein, wieso? Es ist doch der erste Feiertag. Genau, das Könnte auch in den Grenzgebieten, könnte das auch relevant durchaus sein. Ne? Irgendwie, durchaus. Wenn man, keine Ahnung, im horasisch-novadischen Grenzgebiet. Oder in Punin. Irgendwie da gibt es ja auch sehr viele. In Punin irgendwie was, genau, ja. Ne? Also, dass diese Auseinandersetzung zwischen den beiden Kulturen sich auch da bahnbricht. Schon haben wir wieder eine Abenteueridee. Ich glaube, es gehört einfach unterstrichen, dass es natürlich in Aventurien Unterschiede, also das hast du schon angesprochen, Coralie, aber dass eben unterschiedliche Weltvorstellungen, ja, Vorstellungen von Zeit und Raum gibt. Ja. Es gibt nicht nur den 12-Götter-Glauben, sondern Aventurien bietet eine Vielfalt von Kulturen und Konzeptionen von der Erde oder von Dere. Und von daher, das verschafft dem Ganzen auch nochmal die nötige Tiefe, die es, glaube ich, für die Immersion eben auch braucht. Genau, dass wir da auch unterschiedliche Zeitrechnungen und unterschiedliche Zählsysteme haben, fällt einem auch dann auf, wenn man seinen Helden oder seine Heldin erstellt und dann gucken muss, wann, in welchem Jahr ist er denn jetzt geboren, in welchem Götterlauf, ne? Weil das ist ja immer die andere Bezeichnung für ein Jahr in Aventurien. Und da bin ich als kleiner DSA-Spieler, als ich begonnen habe, DSA zu spielen, schon mal komplett raus gewesen, weil ich habe zur Hal-Zeit noch DSA gespielt. Da wurde in Kaiser Hals Regentschaftsjahren gezählt. Und dann bin ich komplett raus gewesen irgendwann, als es dann wieder nach Bosbarans Fall gezählt wurde, als Hal verschwunden war. Und was ist denn dieses Bosbaran und warum fällt man danach? Das könnten wir ja gerade auch nochmal für die jetzt irgendwie jetzt hier gerade neu sind. Ich meine, nach einem Kaiserregentschaft zu zählen, ist ja total, das leuchtet jedem ein, glaube ich. Das Problem ist, dass es verschiedene Herrscher gibt in Aventurien. Das heißt, man müsste dann irgendwann in jedem kleinen Landstrich, keine Ahnung, nostrische Herrscher und torwaldsche Herrscher und orkische Herrscher und elfische und keine Ahnung, was das sind. Aber auf Bosbarans Fall kann sich irgendwie jeder, also ungefähr, beziehen. Warum ist das so eine krasse Sache gewesen, dass sich quasi jedes Volk in ganz Aventurien irgendwie darauf beziehen kann, auf Bosbarans Fall. Ja, möchtest du, soll ich? Ich könnte dazu was sagen. Okay. Bitte. Ja, also vielleicht erstmal Hal, warum Hal? Warum nicht jeder andere Herrscher auch? Nun, Hal hat was gemacht, was sonst keiner gemacht hat. Er hat es zum Gott ausgerufen und damit gesagt, hey, ich bin Gott, nach mir wird jetzt gezählt. Die anderen Kaiser waren halt keine Götter. Und es ist auch sehr umstritten gewesen, dass er das gemacht hat. Und warum Bosbaran? Nun, Bosbaran ist das DSA-Pendant zum irdischen römischen Reich, zum irdischen römischen Imperium und hat auch entsprechend viel von Aventurien beherrscht. Bosbaraner waren, kurzer Exkurs, wer die Bosbaraner waren, die waren halt die Römer in Aventurien und waren auch super mächtig. Und es gab eine Provinz, die haben sich gegen die Bosbaraner aufgelehnt, das war Gareth. Das
was später das Mittelreich wird. Und es gab zwei große Schlachten zwischen dem Bosporanischen Reich und Gareth, nämlich die erste Dämonenschlacht und die zweite Dämonenschlacht. Und das waren eben so richtig, richtig krasse Schlachten, wo eben, wie der Name schon sagt, auch krasse dämonische Kraft da war, die auch echt viel Schaden angerichtet hat. Und weil dieses Reich eben so mächtig war und so viel Gutes, aber auch so viel Schlechtes, wie man an den Dämonenschlachten sieht, hervorgebracht hat, war eben, als das Bosporanische Reich nach der zweiten Dämonenschlacht bei Breglo geschlagen wurde und Bosporan zerstört wurde von den geretischen Bürgern und Soldaten, gab es eben ein neues großes Reich, nämlich Gareth. Und dieser Beginn, dass ein Reich endet und ein neues großes Reich, Gareth, Rauschreich beginnt, war eben so krass für ganz Aventurien, dass eben ab da die neue Zeitrechnung gesetzt wurde. Ja, und die ist fast überall in Aventurien, wird die gezählt. Und wir haben, ich glaube, jetzt 1040 BF, ist das richtig? Ungefähr genau. Ja, ist ein bisschen in der Schule. Genau, es ist etwa 1041 Jahre her, dass Bosporan gefallen ist. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen sich in ihrer Zeitrechnung gerne an so wichtigen Ereignissen festklammern, ja, dass die Menschen oft auch ja in zyklischen Gedankenmustern denken, dass man so stark so den Gefühl von Fall und Niedergang und Anfang hat, dass eben dass der Zeitenlauf nicht so richtig linear verläuft, sondern eher so in Kreisen, ja, in Zyklen. Und jede politische Entität oder jedes politische Reich hat eben so seine eigenen Bezugspunkte. Man braucht Bezugspunkte, wenn man irgendwie rechnet. Und da ist Bosporans Fall eben ein guter Bezugspunkt. Natürlich auch andere Bezugspunkte in Aventurien. Ich würde gerne an das, was du gesagt hast, anknüpfen. Es ist natürlich für Gareth ein unglaublich großer Bezugspunkt, weil Gareth sagt, hey, das ist der Tag, also das Jahr 0, 0 BF ist der Tag, an dem wir uns von den Ketten Bosporans befreit haben, an dem wir unseren Drucker besiegt haben. Ja, wir sind endlich frei. Das ist für den Ptolemiden in Konschurben jetzt, okay, gut, schön, dass ihr frei seid, wir halt nicht. Man muss halt wissen, das Mittelreich war danach noch ein richtig großes Reich, also fast, glaube ich, sogar noch ein bisschen größer als das Bosporanische Reich. Und natürlich, was tust du, wenn du die Welt beherrschst? Naja, du setzt das, was dir wichtig ist, als wichtig an. Entsprechend hat sich das so durchgesetzt, dass auch andere Reiche, die damit gar nicht so viel zu tun haben, auch nach Bosporans Fall zählen, weil eben historisch gesehen sie vor 500 Jahren mittelreichisch waren. Und das hat sich dann halt so durchgesetzt. Das finde ich ein sehr schönes Detail, dass das eben quasi auch so ein bisschen Historie da drin ist, warum viele nach BF zählen. Ja. Es hat auch in der realen Welt ja auch wiedergefundenen Aspekt, dass man ja auch in fast überall auf der Welt halt die christliche Zeitrechnung hat, einfach weil sich das Christentum halt so stark überall durchgesetzt hatte, dass die Geburt von Jesus halt der Punkt war oder die angenommene Geburt. Das ist ja alles. Ne? Ja. Aber Der MLB Rookie hat mich gerade irgendwie gerade eine Top-Weiterleitung auf den nächsten Aspekt gebracht. Du hast gesagt, irgendwie die Jahreszyklen, die kommen immer und Kaiser kommen und gehen und so. Ne? Und dann gehen wir mal ein bisschen vom innerweltlichen Kalender und von der innerweltlichen Zeitrechnung weg. Und von dem, was der normale Aventurier vielleicht auch, also der 0815 Aventurier überhaupt über seine Welt weiß, hin zu etwas, was wahrscheinlich nur die allermeisten, allerkrassesten Hesinde-Gelehrten oder überhaupt Gelehrte wissen. Denn wie sich die komplette Zeit in Aventurien irgendwie einteilen lässt. Denn da gibt es auch Zyklen oder sogenannte Zeitalter, von denen der MLB Rookie gerade gesprochen hat. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie gut dieses Wissen halt in Aventurien bei den Aventuriern verbreitet ist. Ich denke, die ganz hohe Gelehrte werden es wohl erahnen können oder wissen, aber das sind nicht viele. Ne? Oder was meint ihr? Fällt in den Bereich der gelehrten Spekulation, sag ich jetzt mal. Also ist auch wieder die Frage, wie viel darf, kann, muss man wissen über Aventurien? Wie stark kann man sich darin verlieren?
Ich muss sagen, ich bin kein Spezialist für aventurische Kosmologie, um es mal so zu sagen. Ich halte mich da eher, ich bin eher so für den praktischen Bauernkalender. Ja, den klassischen Bauern, den interessiert es ja auch nicht, in welchem Zeitalter irgendwo Äonen mal irgendwas passiert ist, sondern der muss halt wissen, was jetzt gerade passiert. Ne? Ja. Ja, also ich habe mich tatsächlich ein wenig beschäftigt in meiner intensivsten DSA-Phase. Damals noch DSA 4.1, hat sich ein bisschen was in DSA 5 geändert, aber grundlegend ist es gleich. Ja, ich sehe das genauso wie du, es ist absolutes Geheimwissen. Es gibt sogar eine Sonderfertigkeit in DSA 5, die es dir ermöglicht, das zu wissen, also Berufsgeheimnis, Geschichtswissen oder irgendwas, ist halt die sindische Zeitalter-Theorie. Und vielleicht grob, was sind Zeitalter, wie und wo, wie sind sie gerne gezählt? Es soll 13 Zeitalter geben, das ist wieder diese Zahl 12 Götter und irgendwie eins Überzähliges zu diesen Bösen. Und jedes Zeitalter wird einem Volk, also nicht irgendwie Menschen und auch andere Menschen, sondern irgendeiner Ethne, irgendeiner Rasse zugeordnet. Also Echsen, Menschen, Riesen, Trolle, Drachen und sowas. Genau. Und wir befinden uns natürlich im Zeitalter der Menschen, logischerweise, weil wir Menschen meistens Menschen spielen in Aventurien. Und es gab eben, wir sind jetzt im 11. Zeitalter, und Stand DSA 5. Na, befinden, DSA 5 sind wir im Übergang zum 12. Befinden wir uns im Übergang zum 12. Zeitalter. Ich gehe mal nicht drauf ein, warum. Das, glaube ich, wäre zu viel. Ja, da kann man ja, eine gesonderte Folge drüber machen. So, es ist ein bisschen zu viel. Genau, und es gab eben 10 Zeitalter vor dem 11. Zeitalter. Und ich glaube, was den meisten bekannt sein dürfte, auch wenn sie es nicht über die wissen, dass es das 10. Zeitalter war, sind die Echsenvölker. Also die Echsenvölker waren im 10. Zeitalter. Und das merkt man auch, weil ganz viel Historie, ganz viel Magiewissen, ganz viel Wissen generell, was die Menschen haben, haben sie von den Echsen. Und das ist eigentlich nur logisch, weil wenn man sich Völker, die Wissen haben, entwickelt haben, angucken, haben die es oft von anderen, die früher da waren, gelernt. So wie wir ganz viel von den Römern gelernt haben. Ganz viel im Mittelalter wurde von den Römern gelernt. Und so ist es auch in Aventurien, dass die Menschen sehr viel von den Vorigen gelernt haben. Und so ein Zeitalter ist halt schon lang. Das sind nicht irgendwie 1000 Jahre, sondern das kann 10.000 Jahre, 100.000 Jahre, es gibt keine klare Zahl, die sagt, ein Zeitalter sind genau 50.000 Jahre und dann Ende. Und so ein Zeitalter ist dadurch geprägt, dass eine Spezies war das, was ich gesucht habe, das Zeitalter dominierend ist. Das bedeutet nicht, dass es nur Echsenmenschen gibt und sonst nichts, sondern dass die Echsenmenschen das die mächtigste Spezies sind und am meisten anzutreffen sind. Es gibt auch vielleicht kleinere, es gibt schon zum 10. Alter eine menschliche Hochkultur, aber die ist im gleich zum echsischen Zeitalter halt nicht bedeutend. Das Gleiche gilt für alle anderen Zeitalter. Genau. Und irgendwann kommt dann eine neue Spezies, die sich emporschwingt. Und dieser Übergang, wenn das eben passiert, kämpfen Spezies um die neue Vorherrschaft. Und genau das passiert jetzt in dieser 5. Wir sind jetzt in diesem Übergang. Und diese Übergänge werden Kamakortäen genannt oder Kamakortäi. Das ist, glaube ich, das Plural ist schwer zu sagen. Also Singular Kamakortäon. Und das ist ein super wichtiger Teil, der auch mit Kosmologie zu tun hat und mit Göttern und überhaupt und sowieso, denn dort wird die Weltordnung neu strukturiert. Das bedeutet auch nicht nur, dass eine Spezies an die Macht kommt, sondern auch, dass sich deren Götter verändern und Götter können neue Macht bekommen oder Macht verlieren. Ja, und so ein Kamakortäon kann auch noch mal ziemlich lange dauern, weil das natürlich ein langer Prozess ist. Und genau, das war so ein kleiner Überblick über die. Ja, und wenn ihr jetzt DSA 5 anfangt zu spielen, dann spielt ihr quasi in diesem Kamakateon, also in dieser Übergangszeit. Und deswegen werden auch als Heldenzeiten betitelt, weil die vorherrschenden Spezies, die es schon irgendwie gibt in den jeweiligen Zeitaltern, durch ihre Helden halt mitbestimmen können, wie das Schicksal des nächsten Zeitalters sich gestaltet.
Und deswegen, um mal ein bisschen Feeling zu bekommen dafür, was ihr da eigentlich spielt, wenn ihr DSA 5 spielt und warum es Schicksalspunkte gibt für Helden und Heldinnen. Ne? Das hat damit zu tun, weil ihr einer der wenigen Individuen in der Welt seid, die das Schicksal der Welt mitgestalten im Zwischenspiel zwischen zwei Zeitaltern. Und ihr könnt mit euren Heldentaten dazu beitragen, einer Gottheit zum Rise oder zum Fall zu verhelfen, zum Beispiel im extremsten Fall. Ich bin gespannt, was es da noch für Fluff-Elemente geben wird. Es gibt einen sehr, sehr coolen Romanband, den ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr vom Auslöser in das Kammerkaterium hinein, wenn ihr da was wissen wollt, wie sich da der Aufruhr in der Götterwelt irgendwie darstellt. Den Sternenfall heißt es, glaube ich. Sternenlehre. Sternenfall. Genau. Sternenfall heißt es. Ich meine, ja. Also falls ihr das irgendwo kriegen, ich glaube, bei Ulysses kann man das runterladen als PDF oder als E-Book. Lest euch das mal, das sind ganz viele kleine Kurzgeschichten, aber die erzählen ganz gut den Ausgangspunkt oder das Feeling fürs Kammerkaterium. Und dann, ich denke, mit so einem Wissen im Hintergrund spielt man auch seinen Helden ein bisschen anders. Ja. Oder was meint ihr? Durchaus. Also, ich bin von diesem ganzen Kammerkaterium-Ding unglaublich begeistert. Ich kann auch ganz viel zu erzählen, aber das wäre viel zu viel. Was vielleicht, würde ich anknüpfen an diesen Punkt, Schicksalspunkte, welche Spielelemente gibt es in DSA 5, die diesen Punkt nochmal verdeutlichen, dass wir in einer Übergangsphase sind. Kurze Anekdote, in DSA 4 waren alle möglichen Götteranhänger, die nicht an die Zwölfe geglaubt haben, oft Magier und haben quasi mit Magie Götterwirken gemacht. Oder sie haben geglaubt, sie machen Götterwirken, aber eigentlich war es Magie. Das ist eine Trennung zwischen Kammerenergie, Götterwirken, und Astralenergie, Magie halt. Und jetzt sind alle Geweihte, alle, die irgendwie mit Göttern zu tun haben, sind tatsächlich Geweihte und agieren mit Karma-Energie. Das bedeutet, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo alle Götter, die früher eigentlich nur so klein gehalten wurden, nicht wichtig waren, jetzt an Macht bekommen und ihren Anhängern und das große Götter fallen. Das große Götter fallen können. Und das ist, fand ich, einen ziemlich coolen Aspekt. Also man hatte auch hinsichtlich des Fluffs halt auch direkt mal mit der großen Keule ausgeholt. Also ich hätte jetzt vermutet, dass das Praios einen richtig abkriegt, nach dem, was in den Kampagnen vorher passiert ist. Ne? Aber sie haben am Rondra richtig einen mitgegeben, durch den Fall von Arivor und so. Ne? Also wenn ihr das Abenteuer spielt, dann seid ihr da irgendwie mittendrin. Und ich bin auch gespannt. Oder Firun, ein Gott, der ein bisschen nicht so der beliebteste unter den Menschen ist, vielleicht also einer bestimmten Art von Menschen. Ihm wird der Rang abgelaufen von seiner Tochter Ifirn. Immer mehr, ne? Also ne? Das ist, kann man ganz, ganz schön darstellen. Auch wenn ihr selber einen Ifirn-Geweihten oder eine Ifirn-Geweihte spielt, dass ihr euch dem bewusst werden könnt, irgendwie, dass ihr mehr Macht oder dass euer Gott, eure Gottheit mehr Macht bekommen hat, auf einmal irgendwie in der jetzigen Zeit, als das früher irgendwie in den Schriften irgendwie war, weil kaum erwähnt oder so, ne? Oder Avis, ne? Ist auch immer ein sehr beliebter Spielercharakter. Also ich glaube, Macht ist das richtige Stichwort, ich würde von Handlungsmacht sprechen. Also die Spieler rücken wieder stärker in den Fokus. Viele haben sich ja in Konfrontation mit dem DSA 4.1 Regelwerk und Publikation ein bisschen ohnmächtig gefühlt. Ja, der Metaplot hat zu viel Aufmerksamkeit erhalten. Und jetzt rücken wieder stärker die Spieler und ihre Handlungen, ihre Taten stärker in den Fokus. Und ich will das nicht bewerten, aber darf ja sagen, dass es sicherlich auch eine strategische Überlegung von Ulysses war, da die Perspektive wieder so ein bisschen zu nuancieren oder so ein bisschen zu nivellieren. Ja, ich sehe das auch so ein bisschen hin zu einem High-Fantasy-Setting, während vorher, also ein etwas eher High-Fantasy-Setting. Wenn ich mir nämlich durchlese, das 11. Zeitalter der Menschen, ne, 12. Zeitalter soll angeblich das Zeitalter der kleinen
und kurzlebigen Spezies sein. Also könnte mehrere Spezies umfassen. Man weiß es noch nicht so genau, aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man versucht, Dinge, die man in den myranischen Regelwerken irgendwie vorher hatte, dass man versucht, die jetzt auch noch ein bisschen irgendwie ein bisschen mehr in DSA 5 halt auch zur Geltung zu bringen. Man zum Beispiel, dass es Dinge gibt wie Technik. Das hat sich in DSA 4 am Ende ja auch schon angedeutet, dass irgendwie durch Leonardo und durch verschiedene dämonische Einflüsterungen Ingrim-Technik war ja bis jetzt immer ein bisschen low so, aber jetzt kommt ein bisschen, es gibt Luftschiffe und jetzt wird mit neueren Kampagnen in DSA 5 halt, die Elfen hatten sowas auch schon, natürlich hatten die Hochelfen sowas auch schon und es wird immer so, es ist so ein kleiner High-Fantasy-Einschwall, der sich so ganz langsam in das Setting hereinbegibt. Ich warte noch auf den ersten Löwenmenschen, der aus Myranor übersetzt, ne? Also das würde für das 12. Zeitalter in meiner Vorstellung ganz gut passen. So. Oder was meint ihr? Ein Punkt, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass in den DSA 5 Publikationen sozusagen das Übernatürliche, das Mystische, so das Jenseitige eine stärkere Rolle spielt. Habe ich vor allen Dingen gemerkt, als ich mir so die Publikation zur aventurischen Siebenwindküste angeschaut habe, solche Sachen wie Feen und Globulen, solche Underwelten, Nebenwelten, so das Fantastische scheint schon für mich irgendwie eine wichtige Rolle zu spielen. Das nicht alles, ja, so dass es halt noch so Räume, Orte, Plätze gibt, wo nicht alle Regeln schon geschrieben sind, ja, wo die Spieler noch viel mehr Gestaltungsmacht haben, wo man seine Fantasie irgendwie spielen lassen kann. Ich glaube, dass das schon so ein bisschen ein Gegenentwurf ist zu dem DSA 4.1 System, wo viele das Gefühl hatten, dass alles irgendwie erklärt ist. Ja, der Philipp hat eben so mit Kopf geschüttelt, als ja, ich so mit zwölftes Zeitalter angefangen habe. Erklär mal. Okay, versuch es kurz zu halten. Es gibt so eine Regel, die nennt sich das Mysterium von K, das ist so ein Urgesetz. Und das sagt, dass eben die Spezies sich mal abwechseln und einer hat gesagt, nee, kein Bock drauf. Das war so ein Drache, so ein Gottdrache Pyrdokor. Und er hat die Echsenmenschen, Echsenspezies, noch verlängert. Die waren eigentlich zu Ende und eigentlich sollten die Menschen dran. Er hat gesagt, nee, ist nicht, tut mir leid, hier, Ende Feierabend, ich verlängere euch. Und das war zu der Zeit, als die Elfen da waren und Zwerge erschaffen wurden. Und man ist sich da irgendwie nicht 100% einig, weil auch Ende gegen DSA 4, das ist quasi OT, ganz viel OT, wurde gesagt, hey, das war gar nicht so schlimm, ein Volk kann auch mehrere Zeitalter beherrschen. Deswegen können jetzt die Menschen nochmal um ihre Vorherrschaft kämpfen. Aber eigentlich sollten die Elfen und Zwerge, also die langlebigen Rassen, langlebigen Spezies, das Elfenzeitalter haben mit den Echsen irgendwie, hatten sie aber nicht. Jetzt, man könnte dir schon zustimmen, ich würde sagen, trotzdem nicht wirklich, weil die Elfen hatten eigentlich ihr Zeitalter durch die Hochelfen. Die Elfen sind dabei, sich zurückzuziehen. Und die Zwerge haben zwar ihr Heldenzeitalter ausgerufen, also ich kriege gerade echt deep in it, also deeper, wenn man tief in DSA drin ist, dann versteht man, was ich gerade sage. Ich hoffe, ich rede nicht zu viel. Ja, sehr spannend. Ja. Aber sie sind eher so weniger deutlich, weniger wichtig. Eher Verbündete der Menschen. Klar, wenn man meine lieben Mitspieler, falls ihr das seht, hört es bitte weg. Das ist nicht wichtig für die Kampagne, die wir spielen. Aber ich erzähle es für alle anderen, die es wissen wollen. In dem Abenteuer Bruggers Blut, da wird den Elfen und den Zwergen ein weiteres Zeitalter versprochen. Also, dass sie nicht verschwinden, wie andere Spezies zum Beispiel. Die Trolle sind ja absolut unwichtig, naja, aber die haben halt lange Zeit, ihre Zeit ist abgelaufen. Und das wird den Zwergenelfen versprochen, hey, ihr könnt noch bestehen. Aber es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass eine Spezies, die eigentlich noch gar keinen Zeitalter irgendwie hatte, denen sogar irgendwie auch im Zeitalter gestohlen wurde, sind die Orks. Weil, naja, die sind in ihrem Orkland, ja, die sind da halt irgendwie, aber es gibt so viele Hinweise, dass der Anführer der Orks, der Alkir Brazurak, irgendwas Großes plant. Der hat ziemlich mächtige Artefakte, der hat echt schon viele wichtige Sachen gemacht, die viele vergessen so. Er hat die böse Eishexe Glurana hat
sie bestohlen und deren mächtigen Eissplitter geklaut. Er hat diese komische Axt von... zu viel. Ich merke, ich bin begeistert davon und ich muss ganze Informationen irgendwie... Ja, tut ja. Dir keinen Zwang. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Okay, alles klar. Ich bin so begeistert. Genau, ich glaube, die Orks könnten eine interessante Rolle spielen. Und ich glaube, am Ende werden die Menschen schon im Fokus stehen, einfach deswegen, weil wir sind Menschen. Und es ist natürlich schön, wenn wir diejenigen sind, die das nächste Zeitalter gewinnen. Vielleicht mit Freunden wie den Zwergen oder den Elfen, wir wissen es nicht. Und dass es aber spannend sein könnte, gegen wen man das Zeitalter verteidigen muss oder gegen wen man es erobern muss. Und ich muss ehrlich sagen, Zwerge und Elfen wäre so ein bisschen, langweilig, weil man kennt sie ja schon. Wenn man jetzt aber ein Volk einführen würde, das man noch so gar nicht wirklich kennt, Orks zum Beispiel, oder was weiß ich, irgendwas Neues, vielleicht kommen ja tatsächlich Katzenmenschen, also Ammonia und so weiter, viele Rassen nach DSA, nach Aventurien, auch wenn sie schon ihr Zeitalter hatten, aber who knows. Fände ich das... Ein schöner Kampagnenplot, ja. Wenn man irgendwie so einen Effa-Plot machen könnte, wo Effa dann irgendwie so an Macht verliert während des Kammerkriterium und dann dadurch der Effa-Wall bricht und dadurch die Mirania rüberkommen können das, und so. Ne? Ja, das wäre super interessant, weil ich glaube, was DSA gut tun würde, wenn Dinge aufgebrochen werden. Was man ja auch schon DSA 3 gemacht hat, man hat ganz viele Dinge, die fest waren, gesagt, okay, die machen jetzt kaputt, die Personen sterben, die Städte werden zerstört, dies und jenes. Und gerade ist DSA, glaube ich, wieder ein bisschen festgefahren, gerade schon wieder mehr Handlungsmacht in den Spielern, dass so ein bisschen die alteingesessenen Strukturen aufgebrochen werden, wieder stärker zum ungeschriebenen Blatt gemacht wird. Ne? Das finde ich durch Nominoru einen guten Punkt, dass gesagt wird, hey, wir haben einen Gott, der kämpft gegen Effert, aber es ist nicht unbedingt ein böser Gott, weil momentan haben wir sehr viel Namenloser. Das heißt, wenn wir gegen Gott brauchen, Namenloser. Und der ist so überspielt. Und der wurde so oft besiegt, dass man sagt, okay, irgendwie brauchen wir was Neues. Und ich nenne jetzt mal einfach mal ein paar Götternamen. Was wäre, wenn Shinx hier oder Kor mehr an Bedeutung gewinnen und Rondra ein bisschen verliert? Oder Nominoru? Oder vielleicht kommt ja Charybdorob ein bisschen mehr wieder in den Fokus? Oder was weiß ich? Das finde ich schön, weil es eine spannende Tiefe gibt, die sagt, hey, wir haben hier eine Gottheit, die will deine Gottheit weghaben, aber die ist nicht zwingend böse. Du kannst die verstehen, du kannst die Aspekte verstehen und das ist spannend, wenn man differenzierte Gegenspieler hat. Ja, finde ich also ein spannendes Ding. Eine letzte Sache noch würde ich mit euch besprechen, bevor wir dann irgendwie heute irgendwie die Länge der Folge erreicht haben. Zeitaltermäßig. Wir haben jetzt die Zeitalter, können wir kurz mal durchgehen. Erstes Zeitalter Schöpfung, zweites Götter und Giganten, drittes Drachenartige, viertes Trolle, fünftes ist die Rückkehr des Namenlosen, das sechste Gryphonen, was auch immer das ist. Das sind die Feliden, das sind die Katzenmenschen. Ja, okay, dann macht es keinen Sinn, wenn die wiederkommen, als Gegner her. Siebtes Zeitalter, die Vielbeinigen, also so Spinnen- und Hummer-mäßige. Dann kommt es ein sehr mysteriöses Zeitalter, das achte, das vergessene Zeitalter, da sollen die Götter immer ganz groß reingemacht haben. Und da ist nicht viel von bekannt, das vergessene Zeitalter deswegen genannt. Neuntes Zeitalter maritime Spezies, dann zehntes Echsenspezies, elftes, wie gesagt, jetzt umstritten durch Pyderkors eingreifen, Menschen, zwölftes, wissen wir noch nicht genau, kommen wir erst noch hin, vielleicht die kurzlebigen Rassen und dann das 13. Zeitalter, das Ende der Zeit. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich noch weit, weit in der Zukunft für DSA zum Bespielen so, aber das finde ich auch mal witzig irgendwie, man kann ja auch DSA Zukunft bespielen oder so, so ein postapokalyptisches Ding oder so ein präapokalyptisches, so an der Messerstore, wie bei Vampire the Masquerade, so kurz, bald ist das Armageddon da und so, ne? Denn danach ist ja vorbei, ne? So anscheinend. Oder wie interpretiert das dritte oder das 13. Zeitalter? Ich interpretiere das so, dass Menschen gerne über das Ende aller Zeiten fabulieren und das Ende an die Wand malen, ohne dass es eintritt.
Das sowieso, ja. Ja. Oder dass der 13. am Ende doch gewinnt. Es hat so viele Parallelen zu Ragnarök oder Offenbarung im christlichen Glauben. Irgendwie gibt es immer ein Ende. Und am Ende steht irgendwie immer Gut gegen Böse. Und es hat schon sehr viel von Ragnarök, also irgendwie das Böse erwacht, befreit sich, kommt und dann gibt es eine große Endschlacht. Und in dieser Endschlacht wird die Welt zerstört. Und was danach ist, wissen wir nicht. Vielleicht fängt alles von vorne an. Who knows? Vielleicht sind Los und Sumo die einzigen, die übrig waren, oder wir wissen es nicht. Finde ich tatsächlich nicht so spannend. War das so ein bisschen, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, boah, dann ist vorbei. Dann ist weg. Dann kann man nicht mehr spielen. Dann ist so schade. So, es gibt dem Ganzen Entdecken und in so ein Ende, so ein Jahr, irgendwann wird das vorbei sein. Und das spielt irgendwie auch in so einer Größenordnung. Wie will man das darstellen? Ja. Ist ja auch noch Zukunftsmusik. Ja. Ne? Also wir haben ja eben gesagt, Zeitalter können unterschiedlich lange sein und wir sind ja noch nicht mal im 12. angekommen. Ne? Also auch Kammerkaterien oder wie auch immer man die Mehrzahl davon macht, sind ja auch nicht festgelegt, wie lange sie dauern. Die können auch super ultra lange dauern, je nachdem, wie sich die Kämpfe zwischen den Machtgefügen irgendwie darstellen. Ja, aber das ist, wir befinden uns tatsächlich in einer sehr, sehr spannenden Ausgangssituation. Und als ihr als SpielerInnen und SpielleiterInnen da draußen, ihr habt einen großen Baukasten, nicht nur der Zeitrechnung, sondern auch fluffmäßig, in dem ihr euch bewegt. Nutzt den ruhig. Auch ich wüsste jetzt auch aufgrund unseres Gespräches heute schon wieder so viel an Plot-Ideen, an Abenteuer irgendwie. Setzt euch einfach mal mit eurer Gruppe hin und diskutiert sowas mal. Schreibt uns mal unten drunter, welches Zeitalter ihr denn cool findet oder so. Oder was ihr denkt, wer das vorherrschende Volk wird im 12. Zeitalter. Diskutiert das mal aus und vielleicht kommen euch ja auch Plot-Ideen. Oder welcher ist euer liebster Monat zu bespielen? Ne? Spielt ihr eher im Sommer oder im Winter? Ja, habt ihr das Jahreszeitenwechsel fest? Das ist ein Name, genauere Name, ich schon wieder vergessen habe. Schon mal begangen mit eurer Heldengruppe. Jahresscheidfest, habt ihr das schon mal begangen? Wie erlebt ihr mit euren Gruppen die namenlosen Tage? Gebt mal ein bisschen Feedback. Das würde uns, glaube ich, ganz, ganz doll interessieren. Und falls ihr irgendwas sagt, irgendwie, redet doch mal darüber. Das ist jetzt heute überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Und ich habe hier noch so ein Thema, das würde ich voll gerne mal wissen, dass der MLB-Rookie mir da was so erzählt. Dann schreibt das gerne. Entweder per Mail oder in die Kommentare und dann wird das sicherlich irgendwann mal aufgegriffen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für euer Mitwirken an der ganzen Sache. Besonders an den Philippe, der ganz, ganz spontan eingestiegen ist und uns hier ganz, ganz tolle bereichert hat hier heute. Können wir gerne mal wieder einladen, so viel Fachwissen anscheinend. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel Gesprächszeit eingenommen. Ach nee, das hebt das Ganze auf ein anderes Niveau. Okay, wollt ihr noch irgendwas zum Abschluss, zur Zeit und zur Zeitrechnung, zum Kalender noch irgendwie sagen nach da draußen? Ja, von meiner Seite ein Schlussplädoyer, dass das Thema wirkt irgendwie, mag vielleicht auf den ersten Blick trivial wirken oder allzu abstrakt, aber Zeit ist einer der wichtigsten Faktoren, ja, beim was die Weltvorstellung der Menschen anbelangt. Ja? Also vielleicht wichtig, jeder, um der Welt, in der man spielt, Tiefe zu verleihen, ja, jedem Mensch, dem man begegnet, hat irgendwie eine Vorstellung davon, hat Erinnerungen, ja, denkt in zeitlichen Dimensionen. Das ist einfach ein wichtiger Faktor, ja, über Geburt, über Phasen nachzudenken, ja, Ende, alle Menschen, Aventurien denken in solchen Strukturen, und damit diese Personen nicht einfach nur, ja, vollkommen profillos bleiben, ja, ist es wichtig, wenn man den einzelnen NSCs zum Beispiel, ja, eine Vergangenheit, eine Zukunft, eine Gegenwart gibt, die glaube ich, das trägt erheblich zum Gelingen einer Spielrunde bei. Ja, finde ich auch. Danke für den
Hinweis. Philippe, ja. Ist noch irgendwas, was du noch ja. sagen wollen würdest? Also, vielleicht hat man das gemerkt an dem, wie viel ich geredet habe. Es gibt unglaublich viel Wissen. Man kann sich unglaublich viele Sachen anlesen und es wird nie weniger. Aber bei all dem ganzen Stuff soll man nicht vergessen, das ist eure Welt, bespielt sie, wie ihr wollt, macht euer eigenes Ding raus. Setzt Dinge, wenn die euch nicht gefallen, anders oder ändert sie ein bisschen um, lasst die weg. Nehmt diesen großen Baukasten und nehmt das, was euch gefällt und genau, habt Spaß. Ja, lasst euch inspirieren von dem, was ihr vorfindet an Fluff-Elementen und übernehmt sie nicht einfach irgendwie ungesehen. Wichtig ist, dass ihr Spaß daran habt. Ja, wir sehen uns wieder im nächsten Monat und wenn alles klappt, dann hört ihr auch Julikas und Mischka dann mal wieder. Also wir haben ein ganz, ganz tolles Thema, das ich jetzt noch nicht verraten werde, was aus euch, aus euren Reihen kommt, aus der Community. Vielen Dank, da hat jemand einen Themenwunsch geäußert in den Kommentaren und das machen wir doch sofort. Und wie ihr seht, ne, also wenn ihr sagt, erzähl mal mehr über die Orks, dann laden wir den Philippe nochmal ein und dann referiert er uns ein bisschen über die Orks. Ist klar. Ja, bis dann. Macht's gut, spielt schöne Spiele und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.